Willkommen bei Horse Gamers Anleitungsvideos für das Spiel Horse Heaven World Adventures. In diesem Video geht es um die Zucht. Um zum Beispiel an Turnieren teilzunehmen, für die man zum Beispiel mehr Erfahrung braucht oder die Pferde mehr Energie brauchen, als das Pferd in der höchsten Level hat, muss man Pferde züchten, natürlich um bessere Pferde zu bekommen. Dafür braucht ihr erstmal einen Paarungsstall. Den habt ihr ja zu Beginn an, müsst ihr ihn einmal kaufen, dann habt ihr ihn, kann man nicht aufleveln. Gut, dann geht ihr hier auf Herz. Und könnt dann entweder eure eigenen Pferde hier nehmen. Jetzt bei mir jetzt aus dem Stall USA habe ich jetzt eben die Auswahl. Und sehe, ich habe jetzt hier Pferde mit 3 Auszeichnungen, mit 2 Auszeichnungen. Ich kann jetzt euch sagen, ich nehme jetzt mal das und das. Das sind beides Pferde mit einer silbernen, mit zwei Badges. Bändchen und eben einen silbernen. Würde jetzt mich 16.750 Münzen kosten. Da ich aber schon, dann kommen meistens entweder per Glück Pferde mit, das erkläre ich ja später, mit denselben Auswertungen. Oder eben, ich habe ein Glück und bekomme dann eben ein Pferd mit diesen Wertungen. So, aber wir gehen jetzt mal weg. Da ich ja auch das Züchten zeige, was ihr nämlich auch könnt, ist Züchten mit den Pferden eurer Freunde. Dafür geht ihr auf das Freundesymbol hier. Und ich nehme jetzt mal. Ich nehme mal Renske. Gehe in seinen USA-Stall. Hier ein bisschen hochgehen. So, jetzt habe ich hier die Pferde. Ich muss jetzt antippen, dann bekommt das Herz. Und das will ich mit dem Pferd züchten. Ich mache das bei anderen Pferden hier auch. Aber wie ich sehe, hat es hier nur Standardpferde. Canadian eigentlich eher wertlos. Man sieht jetzt auch, diese Preise fürs Züchten variieren auch. Zum Beispiel jetzt bei dem Pferd. Und nehme jetzt das Pferd. Würde 26.000 650 kosten, nämlich jetzt das Pferd. Kostet noch 14.300. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, das wäre eine Möglichkeit. Dann hätte ich jetzt die Möglichkeit, mein tausche ich mal zu den Frankenstein. Gucken wir mal, was er da für Pferde hat. Da tappe ich erstmal alle an. Warte kurz, dass die Boxen weggehen. Was haben wir da? Ein Célé-Français. Gehen wir mal auf Züchten. So. Wird es hier 29.990 kosten, um mit der Studie 17.550. Nun ja, ist ja alles zu teuer. Da ich jetzt die Pferde mit dem Status nicht brauche. Ich will ja jetzt neue Pferde haben. Dafür will ich aber jetzt die Pferde verwenden, die ich in meinem Frankreich-Stall habe. Dafür gehe ich jetzt erstmal auf mein Icon. Gehe rüber nach Frankreich. So, jetzt gehe ich wieder auf Freunde. Gehe wieder auf Renske. Gehe wieder in Frankreich-Stall von ihm. Weil hier habe ich in dem Fall nämlich auch Pferde, die etwas schwächer sind, um die Variation der Preise zu zeigen. So, wie ihr seht, ich nehme jetzt mal wieder den Hengst hier. Ihr seht, eine silberne, eine Bronze mit einem eine silberne, eine Bronze. Hier auf Züchten. So, jetzt sehe ich hier. Ich könnte jetzt sagen, ich nehme jetzt mal frei. Würde mich nur 9.250 kosten. Nehme ich jetzt das. Kostet dann 10.296.
kann jetzt auch mal kurz in meine Pferdeoase gehen. Da habe ich jetzt auch Pferde drin, die auch nur noch schwächer sind. 10.000. Kenne ich gar nicht, weil es sind Hengste. Ja, die Preise variieren eben. Aber da ich jetzt zum Zeigen das Züchten und das Züchtvorgangs die billigeren Sachen haben möchte, warte ich jetzt mal kurz. So. Zack. 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 Oh. Ups, da bin ich jetzt auf das gekommen. So. Jetzt gehe ich hier mal in Frankreich auf meinem Zuchtstall. Wo habe ich den? Den habe ich hier. Gehe auf das Herz-Icon. Ihr braucht nur mal, ist aber klar, ein Hengst und eine Stute. Ich nehme jetzt meine Tennessee Vikers dafür. Würde mich kosten 3.900. Wie man sieht, beide haben dieselben Statuswerte. Gehen wir auf Züchten. Und jetzt bekommt ihr das Zuchtrad. Das entscheidet, was ihr Pferde hier bekommt, je nachdem welchen Bereich. Zum Beispiel bei dem orangen Bereich bekomme ich eine bessere Version. Man sieht, würde ich wahrscheinlich eher das Pferd bekommen. Gehe ich bei das, würde ich entweder das Standardpferd das bekommen und bei der anderen Farbe genauso dasselbe. Je nachdem, wie man sieht, 40, 40, 20%. Ich halte es hier auf eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, das Pferd zu bekommen. Ich könnte jetzt Diamanten ausgeben, um die Chance zu erhöhen. Habe ich aber nicht genug im Moment. Deswegen drücke ich hier auf Play. Das Rad dreht sich. Und das wird jetzt entscheiden, was für einen fertig bekomme. Meine Hoffnung ist ja, dass eins lederne. Und es wird leider blau. Und man sieht, es bleibt ein Tennessee Viker mit nur einem silbernen. Zack. So, und wie man sieht, müsste ich jetzt 4 Stunden 22 Minuten warten. Dann ist das Pferd gezüchtet und ihr habt ein neues Pferd. Ich kann natürlich auch sagen, ich gehe jetzt mal wieder in den USA-Stall. Weil da kann ich glaube gerade gar nicht züchten, da ich doch kann ich. Ich habe ja die Pferd weggebracht, nicht meine Hengsten und Stuten mit dem starken. Jetzt gehe ich hier mal auf meinen Zuchtstall. Dann zeige ich euch mich die teuerste Zucht, die man haben kann, die ich momentan habe. Ich nehme jetzt meinen American Indian, maximales Level, maximale Auszeichnung. Und meine Stute, auch American Indian, auch maximale Stute, würde mich kosten 40.000. Und da ich ja da schon auf maximal Level bin, züchte ich jetzt trotzdem mal. Sieht, habe ich immer die gleiche Chance. Und alle Pferde sind entweder wie jetzt hier Stuten. Stute. Oder ein Hengst. Und alle haben die gleichen Werte. Jetzt drücke ich hier auf das Rad. Bekomme ein Hengst. Und diesmal dauert es eben deutlich länger, da es ein wertvolleres Pferd ist. In dem Fall 17 Stunden, 5 Minuten. Und das ist die Zucht. Ende.